Hallo YouTube, wir sind Christine und Frank von Outdoorluft und waren mal wieder mit unserem Caddy Maxi mit Dachzelt unterwegs. Über die Osterfeiertage 2022 waren wir im Schwarzwald unterwegs und standen ein paar gemütliche Tage auf dem Naturcampingplatz Langenwald in Freudenstadt. Nachdem wir uns bei der Rezeption angemeldet hatten, wurde uns ein schöner Stellplatz zugewiesen. Dann hieß es erst einmal aufbauen. Da wir inzwischen ein ziemlich gut eingespieltes Team sind, ging das relativ flott. Aufgrund der Feiertage war der Platz gut besucht, trotzdem fanden wir die erhoffte Ruhe und wir fühlten uns nicht eingeengt. Nach einer kurzen Verschnaufpause erkundeten wir den Platz und die nähere Umgebung. Erstes Highlight: Mitten durch den Campingplatz fließt der Vorbach. Vom Campingplatz abgehend gibt es einen Rundweg, den wir uns erst einmal näher angesehen haben. Überall sind liebevolle Details versteckt und man kommt hier auch zum Langbrunnenweiher inklusive Grillhütte mit tollem Ausblick aufs Gewässer sowie einer Feuerstelle. Vom Campingplatz aus kann man diverse Wanderrouten beginnen, unter anderem zu Fuß nach Freudenstadt. Im Preis inbegriffen ist aber auch eine Touristenkarte, mit der man die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann. Eine Bushaltestelle befindet sich direkt an der Straße. Das nächste, was uns beim Spaziergang über das Gelände aufgefallen ist, sind die gepflegten und modernen Sanitäranlagen. Alles sehr sauber und es mangelt nie an Klopapier oder Desinfektionsmittel. Auf dem Platz befindet sich auch ein gemütliches Restaurant mit Plätzen im Innen- und Außenbereich. Waschmaschinen und Trockner gibt es übrigens auch. Im April war das platzeigene Schwimmbecken noch gesperrt, aber im Sommer ist das sicherlich eine angenehme Abkühlung und ein Highlight auch für die Kinder. Apropos Kinder, es gibt natürlich auch Spielplätze. Einer vorne bei der Rezeption, einer auf dem Weg zu den hinteren Waschräumen. Hier gibt es übrigens auch topgepflegte Familienduschen mit jeweils eigenem WC. So viel zu unserem Tag 1 und dem Überblick des Campingplatzes. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt und fanden es wunderschön. Eins noch für alle, die mal Digital Detox machen möchten. Dies ist der perfekte Platz für euch. Handyempfang gibt es hier nicht. Für ein bisschen WhatsApp und E-Mails reicht das WLAN des Platzes gerade aus. Aber die Übertragungsrate erinnert stark an die 90er. Habt ihr den Platz auch schon mal besucht oder könnt ihr ähnliche Plätze empfehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat.